Das Glück ist das Ergebnis unserer inneren Einstellung, unserer Wahrnehmung, unseres bewussten Lebens. Dostojewski sagte einmal, der Mensch ist nicht glücklich, weil er nicht weiß, dass er glücklich ist. Das Nichtwissen ist die Erklärung, warum bestimmte Menschen nicht glücklich sind. Wenn man aber weiß, dann wird man ganz anders darüber nachdenken. Zum Beispiel, wir sitzen hier und unterhalten wir uns über irgendetwas. Das ist ja so wunderbar. Es gibt Menschen, die sagen, was ist daran so besonders, sitzen und unterhalten. Es gibt Menschen, die können gar nicht reden. Andere können nicht hören, nicht sehen, nicht sitzen. Das können wir alles. Wir nehmen solche Dinge als selbstverständlich hin, als ob wir einen Anspruch drauf haben. Ist aber nicht so. Man sollte jeden Tag als ein Geschenk betrachten, wenn man gesund und munter ist. Ich würde jedem empfehlen, so eine Viertelstunde am Tag zur Ruhe zu kommen. Sich zurücklehnen, in sich hineingehen und versuchen herauszufinden, was man für besondere Eigenschaften hat. Dass man den Edelstein in sich findet, den jeder Mensch hat. Nur viele Menschen verlassen diese Erde und wissen gar nicht, was sie für Eigenschaften haben. Und wenn man das herausfindet, sollte man aufschreiben auf einen Zettel und diese 6 Wochen lang mindestens einmal am Tag zu lesen, bevor man ins Bett geht. Und wenn man das findet und dadurch entsteht die Liebe zu sich selbst, Selbsterkenntnis, sich lieben und respektieren, und hinterher kommt das Glück von allein. Das Thema Glück beschäftigt Menschen seit Ewigkeiten. Durch meine positive Lebenserfahrung und Beobachtung habe ich mich inspirieren lassen von vielen Menschen, die ich persönlich kannte oder indirekt durch ihre Schriften, ihre Äußerungen und so weiter. Da habe ich festgestellt, jeder Mensch kann glücklich sein. Das ist einfacher, als viele Menschen behaupten. Und aus dieser Erfahrung kam mir so wie ein Bedürfnis, wie gesagt, was ich jetzt entdeckt habe für mich, warum soll ich das für mich behalten? Ich möchte andere Menschen auch weitergeben. Vielleicht gibt es Leute, die auch davon profitieren, wie ich auch von anderen profitiert habe. Und empfindliche Menschen, wie ich das festgestellt habe, die das Buch gelesen haben, kamen sie mit positivem Feedback, dass sie mir sagen, das hat mir auch in meinem Leben etwas geholfen und bin ich dadurch weitergekommen. Und sie waren dankbar und das hat mich auch glücklich gemacht. Viele Menschen klagen leider sehr gerne und aufs höchste Niveau. So, wenn man sich vorstellt, dass ein Mensch sitzt und klagt über Hunger und alle Menschen kommen und bemitleiden ihn und kochen für ihn, machen alles Mögliche, wobei er alles hat, um eine leckere Mahlzeit zu bereiten. Hat Fleisch und Gemüse und Feuer und Öl und alles. Erstens, er weiß nicht, dass er im Besitz solcher Dinge und zweitens weiß er nicht, wie man kocht. Das erste symbolisiert das bewusste Leben, dass man weiß, was man hat. Und zweitens, dass man die Verantwortung übernimmt für sein Leben, dass er selber was tut. Und wer sich freut über das, was er hat, wird keine Zeit mehr haben, um zu klagen über das, was er nicht hat.